Gemütlich wie selten ließ ich meinen Lastzug über die Straßen rollen. Es war Samstag und wir freuten uns auf das Wochenende. Frau Stadler hatte mich gebeten, ihren Neffen Bernhard mitzubringen. Es waren Ferien. Sie hatte mich beschworen, ja, gut auf ihn aufzupassen. Hätte ich ihr doch besser zugehört, dann wäre mir aufgefallen, wie sehr sie das gut aufpassen betont hatte. Los, Gas, überholen! Komm, komm, mach keinen Unsinn, Kleiner. Lastzug ist keine Seifenkiste. Ach, den könnte ich auch fahren. Wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Wo, im Kindergarten, was? Unseren Traktor zu Hause, den fahre ich schon seit 2 Jahren. Und wie groß ist der? So, und zum Aufziehen. Von wegen. Ein richtiger Diesel wie eure auch. Den fahre ich wie ein Rennwagen. Kuppeln, Gang rein, Gas! Aber ihr piept wohl! Wisst ihr, dass uns das ganze Getriebe um die Ohren fliegt? Entschuldigung, wenn ich hinterm Steuer sitze, passiert mir sowas nicht. Kann ich nicht auch mal fahren? Du wirst dich wundern. Zum Lastzug fahren, da gehören Muskeln. Ist das vielleicht nichts? Hey, jetzt langt's mir aber. Ich hätte nicht die Koje hinter, ich kann dich hier nicht brauchen. Na los! Oh, prima. Das ist ja wie Camping. Hier fahre ich die ganzen Ferien mit euch. Das hat uns gerade noch gefehlt. Gute Nacht, Herr Kapitän. Mir aber. Setz dich hin und muckst dich nicht, du Affe! Entschuldigung. Bin mal gespannt, wie lange es deine Tante mit dir aushält. Och, mit dir wäre ich schon fertig. Warte mal, ich weiß einen tollen Sender. Ganz rechts. Pfund weg! Flick's noch mal. Ging das jetzt schon seit 3 Stunden. Hatte ich mir ja was eingebrockt. Wenn ich seither nicht gewusst hatte, was es heißt, einen Sack voll Flöhe hüten, jetzt wusste ich's. Das nächste Mal konnte sich die Frau Stadler ihren Neffen per Post schicken lassen. Mensch, der lässt sich aber Zeit. Immer die Sonntagsfahrer. Hey, du Knallkopf, du denkst wohl, du kannst mit mir Schlitten fahren. Muss man dir alles 100-mal sagen. Das reicht's mir aber. Los, raus mit dir! Den Rest kannst du mit der Bahn fahren. Hier hast du 2 Mark. Alle 20 Minuten geht ein Vorzug. Aber Herr Hausmann, meine Tante hat... Ich kann mir auch in die Tasche steigen! Philipp, brauch jetzt einen Schnaps. Sag mir Bescheid, wenn der Hampelmann in der Bahn sitzt. Hol deine Koffer raus, Bernhard. Junge, Junge, dein Chef lässt aber ganz schön Dampf ab. Was ist denn passiert? Ah, nichts Besonderes. Kommt öfters vor. Das bringe ich schon wieder in Ordnung. Und komm mit. Danke. Na, Philipp? Brauchst du auch einen? Ja, gern. Noch einen. Der Kleine ist ziemlich fertig, Chef. Ich kann ihm gar nicht schaden. Das ist immerhin das erste Mal, dass er mit dem Lastzug gefahren ist. Ah ja, nur heul mal nicht gleich. Dankeschön. Ein bisschen Eisenbahnfahren tut ihm ganz gut. Prost, Chef. Mensch, lass mich doch endlich mit dem Bernhard in Ruhe. Er hat's doch nicht absichtlich getan, Chef. Er ist halt noch wie ein junger Hund. So waren wir doch auch mal. Du bist ja gerade so, als ob ich das Knäblein auf den Nordpol ausgesetzt hätte. Seine Tante wird ganz schön fauchen, wenn wir ohne ihn ankommen. Ach, mit der Stadlerin wäre ich schon fertig. So ganz wohl war mir allerdings nicht bei dem Gedanken an Frau Stadler. Ich wusste ja, wie sie an ihrem Neffen hing und wie sehr sie ihn immer verwöhnte. Es wird so schön am Sonntag, mein Süßer.
Ja, wo steckt denn der Junge? Na, der kommt mit der Eisenbahn. Ja, warum denn? Ich hab doch ausdrücklich gesagt, die sollen ihn mitbringen. Ja, wir haben ihn ja auch dabei. Bis ich ihn wieder rausgeschmissen habe, ist eine richtige Nervensäge. Der kann's nächstes Mal mitnehmen, wer will. Herr Hausmann, was haben Sie mit meinem Bernhard gemacht? Ich habe ihn in den Vorort zugesetzt. Er wird schon heimfinden. Sie sind ein verantwortungsloser Mensch. Ihnen habe ich den Jungen anvertraut. Sie sind schuld, wenn ihm was passiert. Oh, der arme Bernhard. Der ist doch den Großstadtverkehr gar nicht gewöhnt. Nur halten Sie mal die Luft an, Mutter Stadler. So schlimm ist es doch gar nicht. Wir haben ihn ja dabei. Ach, misch du dich nicht ein. Du machst ja doch nur Sprüche. Was hat der Chef gemacht? Der hat ihn vorne rausgeschmissen. Und was hat der kluge Philipp gemacht? Köpfchen, ihn hinten wieder draufgesetzt. Schlawiner. Da haben Sie aber noch mal Glück gehabt. Bernhard! Er ist weg. Das sehen wir auch. Ich weiß aber ganz genau, dass er drin war. Ich hab doch hinter ihm zugemacht. Wie? Da ist ja noch ein ganzes Loch offen auf der Seite. Sie haben meinen Bernhard auf dem Gewissen. Der ist sicher heruntergefallen und überfahren worden. Sie wissen doch genau, dass Sie auf der Ladefläche niemanden mitnehmen dürfen. Das habe ich ja gar nicht getan, du Trottel. Sie? Das können Sie mit mir nicht machen. Moment mal, was wollen Sie denn? Das ist Unfallflucht. Sie haben mir im Bahnhof den ganzen Kotflügel verkatzt und dann sind sie einfach weggefahren. Ja, ich? Na bitte, da sieht man ja doch die Schramm. Oder wollen Sie vielleicht bestreiten, dass am Bahnhof neben mir standen? Was denn für ein Bahnhof? In Oberneustadt. Haben Sie dort meinen Neffen abgesetzt? Na klar, das habe ich gesehen. Der hat ja vor Wut nicht mehr gewusst, was er tut. Ach, ist ja Blödsinn, wir haben niemanden angekratzt. Sie haben den Jungen verloren, Sie brutaler Mensch. Der liegt jetzt sicher irgendwo auf der Straße und verblutet. Sie sind doch die gleiche Strecke gefahren. Haben Sie vielleicht unterwegs was gesehen? Ja, da war irgendwas in der Friedrichstraße. Ein Krankenwagen, eine Menge Leute und so, aber das ist ja jetzt gar nicht so wichtig. Sie Mörder! Ach, der arme Moment, Junge. Wo war das? In der Friedrichstraße? Ja, gleich neben der Konditorei. Los, Philipp, mach den Schlag zu. Ja, halt! Wo wollen Sie hin? Sie bleiben hier! Nein, lassen Sie ihn fahren! Der bleibt hier, sag ich, bis die Polizei den Unfall aufgenommen hat. Lassen Sie mich doch in Ruhe! Ich zeige Sie an! Na, meinetwegen! Das ist Unfallflucht! Ich hätte Sie in die Polizei auf den Hals! Der Junge, der ist sicher schon tot. Ein toller Wagen. Wie viel macht er denn? Oh, der macht seine 140. Aber in der Stadt hat man ja nicht viel davon. Da muss man ja immer zu aufpassen, dass man keinen verkratzt. Das ist doch egal, wenn es mal ein bisschen bumst. Das kann doch jedem mal passieren. Ja, die Polizei ist aber ziemlich pimpelig. Sie braucht ja nicht gleich alles zu erfahren. Du gefällst mir, mein Junge. Wir müssen noch einen zusammen trinken. Ich muss zu meiner Tante in die Weberstraße. Tut mir leid, mein Junge, aber ich muss in eine ganz andere Richtung. Fahren Sie langsam, da vorne ist schon wieder Polizei. Da muss irgendwas los sein. Das war jetzt schon die dritte Kontrolle. Oh, was haben Sie da für Kataloge? Basteln Sie auch? Und ob? Da sind ja tolle Modelle drin. Haben Sie eines davon schon gebaut? Alle. Ich verkaufe doch die Dinge. Nein, warum? Und wird ja kalt. Leute, es wird ja Gnade. Ja, und wenn es Gnade wird, tut nicht weh? In welcher Straße wohnt deine Tante? Gar nicht weit, in der Weberstraße. Ich glaube, ich fahre dich jetzt noch dahin. Dann kannst du die Kataloge in Ruhe zu Hause angucken. Oh, prima. Ist hier ein Junge verunglückt? Was? Ein Junge ist auch verunglückt? Aber nein, das war doch eine alte Dame. Und die ist auch nicht verunglückt, die ist ausgerutscht und hat sich ein Bein gebrochen. Ist sie mit dem Krankenwagen abgeholt worden? Ja, vor etwa 10 Minuten. Und vom Jungen haben Sie nichts gehört? Hey, das war doch eine alte Frau, kein Junge. Ja, haben Sie. Na ja, schon gut, danke. Dankeschön. Tante Agnes! Tante Agnes! Bernhard! Oh, mein Bernhard! Ist dir was passiert? Nein. Aber was soll denn passiert sein? Der hat mich hier gefahren, Tante Agnes. Oh, ich bin Ihnen ja so dankbar. Oh, freut mich. Wedel, ja. Ich habe mir ja solche Sorgen um den Jungen gemacht.
Ach, bitte kommen Sie doch mit herauf, Herr Wedel. Ich glaube, ein Tässchen Kaffee wird Ihnen gut tun. Ja, an sich sehr gerne, Frau, aber leider. Mein Gott, was ist denn mit Ihrem Wagen passiert? Ja, da hat mich einer so ein bisschen angeschrammt. Es ist unglaublich, was heute alles passiert. Es gibt so rücksichtslose Fahrer. Mhm. Und manchmal sind sie noch so gemein und fahren einfach davon. Herr Wedel, Sie können Ihren Wagen in die Garage stellen, wenn Sie wollen. Ja, ja, na dann, gnädige Frau, würde mir vielleicht ein Tässchen Kaffee doch ganz gut tun. Ich stell schon mal rein. Ne? Sag mal, Bernhard, warum kommst du eigentlich nicht mit Herrn Hausmann? Ach, der ist doch stur. Der versteht überhaupt keinen Spaß. So sehr wir uns auch umsahen, weit und breit war von dem verdammten Jungen nichts zu entdecken. So langsam wurde ich ernstlich besorgt. Wenn wir Bernhard nicht bald fanden, brauchte ich mich bei Mutter Stadler gar nicht mehr sehen lassen. Das hatte uns gerade noch gefehlt. Verkehrskontrolle. Die kommen auch immer im günstigsten Augenblick, wenn man bestimmt keine Zeit für sie hat. Bitte steigen Sie mal aus. Zeigen Sie mir mal Ihre Papiere, bitte. Dauert's lange? Wir haben's nämlich eilig. Das kann ich mir denken, dass Sie's eilig haben. Was ist denn los? Warum halten Sie mich an? Es liegt eine Anzeige gegen Sie vor, wegen Unfallflucht. Aber nein, 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 Frau, das war doch ganz anders. Das war doch der mit dem Affen und dem Pekinesen. Sie nehmen doch noch ein Tässchen, Herr Wedel. Leider muss ich jetzt aufbrechen, gnädige Frau. Aber ein Schnäpschen werden Sie mir doch nicht abschlagen. Es fällt mir schon sehr viel schwerer, da Nein zu sagen, aber ich muss ja noch nach Hamburg. Ach, nehmen Sie ruhig noch einen. Der tut Ihnen bestimmt nichts. Dann bin ich mit dem Katalog hier durch. Ausgeschlossen. Es ist jetzt wirklich höchste Zeit für mich. Hoffentlich kriegen Sie unterwegs mit Ihrem beschädigten Wagen keinen Ärger. Mit dem Wagen, da komme ich schon noch hin. Nur vor meiner Ankunft in Hamburg, da habe ich so ein bisschen Bammel. Meine Frau, die ist immer so ein bisschen sehr penibel mit dem Wagen. Na ja, die Kollegen und das Geschäftsinteresse und Prestige und so weiter. Ja, das Ganze, das ist mir schon sehr, sehr unangenehm. Kommen Sie, Herr Wedel, da schauen wir uns mal an. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Im Ausbeulen habe ich nämlich Übung. Ich habe meinem Mann immer dabei geholfen. Lass lieber die Finger davon, Tante Agnes. Der Hausmann macht bestimmt Krach, wenn du sein Werkzeug nimmst. Sie bleiben hier. Bis die Sache geklärt ist, bleibt Ihr Fahrzeug sichergestellt. Also, schön klären Sie. Aber möglichst heute noch. Muss weiter. Wohin wollen Sie eigentlich? Sie fahren ja in einer ganz falschen Richtung. Wieso? In Ihrem Fahrtenbuch ist eine ganz andere Fahrt eingetragen. Wir haben was verloren. Ach, Quatsch. Wir haben was liegen lassen. Ja, in der Bahnhofsgaststätte in Oberneustadt. Das ist aber eigenartig. Genau dort ist das Taxi beschädigt worden. Wollen Sie immer noch bestreiten, dass Sie ihm den Kotflügel eingedrückt haben? Oh, Bernhard, lass doch endlich das Zeug stehen und halte hier dagegen. Ich krieg doch sonst die Beule nicht raus. Oh, Bernhard! Schau mal, Tante Agnes, was der für einen Wind macht. Ach, lass doch den Quatsch. Nimm endlich den Hammer. Sehen Sie mal, Frau Stadler, was ich da gefunden habe. Das ist Nitrolack. Der trocknet in 10 Minuten. Da haben Sie aber Glück gehabt. Das ist ja fast die gleiche Farbe. Also jetzt geben Sie es doch endlich auf. Das ist genau die Lackfarbe, die uns der Taxifahrer angegeben hat. Das ist noch lange kein Beweis. Wir werden den Lack untersuchen lassen. Entwegen? Was ist das hier? Ah, das sind ein paar alte Kratzer. Die sind schon lange dran. Seit wann? Seit ungefähr 14 Tagen. Wann ist das passiert? Ah, da bin ich am Güterbahnhof zu nah an die Verladerampe gefahren und da habe ich die Zierleisten abgerissen. Wo sind die Dinger? Bei uns zu Hause in der Werkstatt.
Auf der anderen Seite drüben haben wir noch ein paar Kratzer von 1870. Wenn Sie die vielleicht auch noch besichtigen wollen. Werden Sie nicht pampig, wir tun nur unsere Pflicht. Lassen Sie aber verdammt Zeit dazu. Wie lange soll denn das Affentheater noch dauern? Solange wir das für richtig halten. So Wichtiges werden Sie ja nur auch nicht zu versäumen haben. So, jetzt hätten wir's. Das haben Sie aber wunderbar gemacht, gnädige Frau. Ist ja fast nichts mehr zu sehen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich erkenntlich zeigen soll. Ach, lassen Sie mal. Sie haben mir ja auch den Jungen mitgebracht. Bernhard! Wo steckt der Junge bloß wieder? Ach, der spielt sicher mit dem Boot in der Badewanne oben. Na, was ist mit Ihrem Herrn Hausmann? Ist er noch nicht zurück? Ich weiß nicht, wo der so lange steckt. Na, haben Sie schon was von Ihrem Neffen gehört? Oh, der ist Gott sei Dank schon da. Der Herr war so freundlich, ihn mitzubringen. Wo haben Sie ihn denn aufgegabelt? Am Bahnhof in Oberneustadt? Ach, wissen Sie, ich kenne mich da nicht so genau aus. Schade. Ich hätte Sie gut als Zeugen brauchen können. Ach, das ist ja interessant. Dann hat also niemand gesehen, wie der Herr Hausmann Ihren Wagen angefahren hat. Nee, das ist ja gerade der Mist. Um was handelt es sich denn? Vielleicht kann ich Ihnen doch helfen. Na, der Kerl hat meinen Wagen angefahren und ist dann einfach verduftet. Ach, genau dasselbe ist mir heute auch passiert. Das ist so eine Schweinerei. Sagen Sie, Herr Wedel, wo sind Sie denn angefahren worden? Warten Sie mal, das war auf dem Parkplatz, vor einem Bahnhof. Ah ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Oberneustadt stand da drauf. Also das muss derselbe Kerl gewesen sein. Also das ist wirklich unerhört. Jetzt hängt er drin, jetzt gibt's doch einen Zeugen. Na hören Sie mal, das kann ich aber doch nicht glauben. Dazu kenne ich Herrn Hausmann viel zu gut. Sowas tut er einfach nicht. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Wissen Sie denn, wer uns die Wagen ramponiert hat? Na, der wohnt doch hier. Der hat doch hier seinen Lastzug stehen. Ach so. Dann ist das hier sein Werkzeug. Mhm. Schon komischer Zufall, dass ausgerechnet Sie den Jungen hierhergefahren haben. Ja, ja. Wie das Leben eben so spielt. Jetzt werfen Sie doch die letzten Sachen nicht so in Ihrem Wagen. Da geht ja alles kaputt. Ich hab's eilig. Ich muss Anzeige erstatten. Deswegen brauchen Sie auch nicht wegzufahren. Das habe ich schon erledigt. Die Polizei hat ihn sicher schon. Ja, das enthebt mich aber nicht meiner Verpflichtung, Verkehrsraudis anzuzeigen. Das läuft doch alles schon. Herr Wedel, Ihr Boot! Heute hatten wir Pech auf der ganzen Linie. Wir wussten immer noch nicht, wo Bernhard steckte. Und die Polizei ließ uns auch nicht aus den Fingern. Wie ganz gefährliche Burschen wurden wir durch die Stadt transportiert. Jetzt gab es nur noch eine Möglichkeit zu beweisen, dass wir mit dem Unfall nichts zu tun hatten. Zu Hause in der Werkstatt lagen die Zierleisten, die Philipp an der Verladerampe abgerissen hatte. Sie haben es gerade nötig, über rücksichtslose Fahrer zu schimpfen. Sie Taxifahrer. Ich sage nur Taxifahrer. Na, Fernfahrer sind auch keine Engel. Oh, was wissen Sie denn schon von Fernfahrern? Sie kennen den Hausmann nicht. Der hat mit der Polizei nie was zu tun. So, was ist das da? Na, das ist ja schnell gegangen. Das nächste Mal werden Sie sich's überlegen, andere Wagen anzufahren und einfach abzuhauen. Aber Herr Hausmann, stimmt's denn wirklich? Bis jetzt stimmt noch gar nichts. Beweisen Sie erst mal, dass Sie mit dem Unfall nichts zu tun haben. Und ob der was damit zu tun hat? Der hat ja sogar noch einen zweiten angefahren. Woher wissen Sie das? Der Herr Wedel, der hat mir doch das selbst erzählt. Hier, vor 10 Minuten. Kommen Sie mit aufs Präsidium. Herr Wachtmeister, aber das war doch alles gar nicht so. Der Herr Wedel hat den Lastzug und das Taxi angefahren. Woher weißt du das? Ich habe es doch gesehen. Ich war hinten auf dem Lastzug, wie es gebumst hat. Das wird ja immer verrückter. Wo ist denn dein ominöser Herr Wedel? Der ist weggefahren. Hast du dir die Nummer gemerkt? Ja, warten Sie mal, das war... Es war irgendeine Hamburger Nummer. Hamburg ist groß. Wenn wir die Nummer nicht haben, können wir damit überhaupt nichts anfangen. Kommen Sie mit, Herr Hausmann. Da ist der Herr Wedel. Was ist denn mit dem da? Der hat hinten kein Nummernschild dran. Er behauptet, er hat es hier liegen lassen. Aha. Ach, mich laut der Affe. Das habe ich tatsächlich vergessen, wieder anzumontieren. Ja, die Frau Stadler war nämlich so freundlich, dem Herrn Wedel den Wagen auszubeulen. Ja, kannst du die Polizei ja gleich mitnehmen, wegen Beihilfe. Ich habe doch nicht gewusst, dass der Herr Wedel die beiden Wagen angefahren hat. Geben Sie zu, dass Sie am Bahnhof von Oberneustadt das Taxi BR421 und den Lastzug NEBH17 beschädigt haben? Also, ich habe nichts davon bemerkt.
Aber wenn der Junge das sagt, dann wird das schon stimmen. Fahren Sie bitte hinter uns her. Wir müssen noch ein Protokoll aufnehmen. Wollen Sie sich nicht noch unsere Zierleisten ansehen? Danke, nicht mehr nötig. Auf Wiedersehen. Hoffentlich nicht. Wiedersehen. Hier haben Sie Ihre 2 Mark wieder. Wenn ich mit der Bahn gefahren wäre, hätte die Polizei jetzt Sie mitgenommen. Philipp, gib den Bahnschlüssel her. Da. Was soll ich damit? Na los, fahr den Lastzug in den Hof. Aber sei vorsichtig, du Traktorfahrer, du. Auf eine Schramme mehr oder weniger kommt's ja nicht an. Ich hab gedacht, Sie wollen den Jungen nicht mehr in Ihrem Lastzug sehen. Oh, der ist ganz in Ordnung.